Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich dir in meinem Video etwas über Masintin und Yanantin erzählen und wie die Inka-Tradition uns helfen kann, unsere Beziehungen zu anderen Menschen leichter und harmonischer zu gestalten. Mein Name ist Hans-Martin Beck und ich bin Experte in der Inka-Tradition. Masintin und Yanantin sind vermutlich zwei Begriffe, die du noch nie gehört hast. Sie kommen aus dem Quechua und sie bedeuten übersetzt so viel wie gleich. Masi heißt gleich. Masintin heißt die harmonische Verbindung von zwei gleichen Energien. Und Yana heißt unterschiedlich. Ein Yanantin ist also die harmonische Verbindung von zwei unterschiedlichen Energien. Gleich und unterschiedlich sind aber nicht das, was wir im Westen als die Dualität ansehen. Die beiden Begriffe sind eigentlich genau das Gegenteil. Während wir im Westen unsere gesamte Realität über die Unterschiede definieren, definiert die Inka-Tradition die Verbindung immer über die Gemeinsamkeiten. Und jetzt ist nochmal die Frage, wie können uns diese Betrachtungen von Gemeinsamkeiten oder Unterschieden helfen, die Beziehungen zu Menschen um uns herum zu verbessern. Kleines Beispiel. Ich nehme mal meine Frau und mich. Meine Frau und mich verbindet unglaublich viel und uns unterscheidet aber mindestens genauso viel. Wir lieben beide die Spiritualität der Inkas. Wir beide sind in Deutschland geboren. Deutsch ist unsere Muttersprache. Wir leben beide hier in der Nähe von Heidelberg. Wir haben viele gemeinsame Freunde und wir beide mögen Gartenarbeit sehr. Das sind alleine 5 oder 6 Punkte, die uns verbinden, wo wir gleich sind, wo die Energie zwischen uns auf die gleiche Art und Weise fließt. Aber es gibt daneben auch noch genauso viele Punkte, in denen wir uns unterscheiden. Meine Frau kommt zum Beispiel aus Norddeutschland, ich komme hier aus der Nähe von Heidelberg. Meine Frau hat einen Job im Produktmarketing, mein Job ist eher der eines spirituellen Lehrers. Meine Frau spricht Hochdeutsch, ich spreche, wie du hören kannst, eben diesen Badener Dialekt. Meine Frau geht gerne joggen, ich weniger gerne und meine Frau ist nicht so musikalisch, wie ich es bin. Das heißt, neben all den Gemeinsamkeiten gibt es noch eine ganze Reihe von Faktoren, in denen wir relativ unterschiedlich sind. Und das ist jetzt genau der Punkt, den die Inkas mit Yanantin und Masintin bezeichnen, warum sie uns auch einen Fahrplan an die Hand geben, wie wir unsere Beziehungen verbessern können. Wenn ich nämlich merke, dass ich mit einem Menschen auf einer tiefen Basis etwas Gemeinsames habe, dass mich dort etwas verbindet, ist es viel einfacher, in diesem Punkt eine ganz schnelle und direkte Verbindung mit ihm aufzubauen. Beispiel: Meine Frau und ich sprechen über die Inka-Tradition und wir beide haben in einem Punkt vielleicht eine unterschiedliche Ansicht. Da müssen wir jetzt nicht wirklich erstmal diplomatisch werden, was wäre wenn, ich muss nicht reinspüren, wie geht's meiner Frau, sie muss nicht fragen, oh, wie geht's meinem Mann. Wir beide unterhalten uns und wir können direkt auf den Punkt kommen und können uns über dieses Thema sehr sachlich, vielleicht sogar auch sehr hart streiten, aber wir können in diesem Thema gleich zum Punkt kommen. Geht es aber jetzt beispielsweise um Norddeutschland, kann ich nicht in dieser gleichen Energie bleiben, weil wir da in dem Punkt etwas ganz, ganz Unterschiedliches haben. In dem Moment, wo ich mit meiner Frau über Norddeutschland spreche, über Kiel, über die Ostsee, über die Nordsee, muss ich unglaublich vorsichtig werden. Ich muss sehr zurückhaltend werden, ich muss sie vielleicht mehr fragen, ich kann weniger direkt sein. Nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie in dem Punkt oder in den Punkten einfach deutlich mehr Ahnung hat, als ich es habe. Und das ist genau die Ebene, auf der die Inkas sagen, wenn du das erkennen kannst, kannst du die Beziehung zu deinen Mitmenschen leichter machen, weil es fließt. Stell dir vor, ich würde als jemand, der aus der Nähe von Heidelberg kommt und noch nie wirklich lange Zeit in Norddeutschland verbracht hat, ich würde zu meiner Frau oder zu meinen Schwiegereltern sagen, ach,
alle Norddeutschen sind so, die Nordsee ist so, die Kieler sind so. Das wäre ganz schnell fatal und es würde die Beziehung nicht wirklich fördern. Sagen wir mal umgangssprachlich so, auf einer energetischen Ebene hilft dir Janantin und Masintin dabei, die Fettnäpfchen zu auszulassen. Oder in gewissen Situationen, in denen du merkst, dass du nicht wirklich so firm bist, kleinere Brötchen zu backen. Denn du kannst nicht so direkt und nicht so daherkommen, wie wenn du wirklich Bescheid weißt. Gleichzeitig sind aber Janantin und Masintin, also sprich gleiche und unterschiedliche Energien, keine philosophischen Konzepte. Die Inkas haben eine wunderbare Übung gestaltet, die uns zeigen kann, wie sich gleiche und unterschiedliche Energien anfühlen. Und sie machen diese Übung fest an dem größten Unterschied, den es innerhalb der Menschen gibt, nämlich im Geschlecht zwischen männlich und weiblich. Und dabei geht es jetzt nicht um diese weit verbreiteten und mehr oder weniger dummen Aussagen, wie Männer sind, wie Frauen sind, sondern es geht darum, dass Männer ihre urmännliche Energie spüren, Frauen in ihre urweibliche Energie kommen und sie dann die beiden Energieblasen zusammenbringen und spüren können, wie die beiden Energien im ersten Moment unterschiedlich sind und im zweiten Schritt, wie man diese Energien harmonisieren und zusammenbringen kann, um dann das Janantin, die Harmonie von zwei unterschiedlichen, gereinigten Energien zu spüren. Janantin und Masintin ist ein ganz großartiges Konzept, ist eine großartige Energie, ist eine irre starke Energieübung, die dir zum einen ein Gefühl dafür gibt, wie kann ich mich verhalten, um schöne Verbindungen zu den Menschen um mich herum aufzubauen. Masintin und Janantin ist aber auch eine sehr, sehr kraftvolle Übung, die dir zeigen kann, wie du als Mann oder Frau dich in deiner urmännlichen oder urweiblichen Energie bewegen kannst und wie es sich anfühlt, eine gesunde, gereinigte und ganz starke harmonische Verbindung zu jemandem zu haben, der anders ist als du. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und vielleicht bis bald. Mach's gut. Tschüss.